Guten Tag. Sehr geehrte Frau Staatsministerin, liebe Claudia Roth, lieber Kolja Reichert, liebe Ute Mahler, lieber Florian Ebner, lieber Arian Sauer, das sind die Panelisten, die im Anschluss an die Keynote das Roundtable-Gespräch führen werden. Liebes Publikum, ich begrüße Sie herzlich heute am letzten Tag der Opening Days zu diesem Talk und der Keynote der Kulturstaatsministerin im Rahmen des European Months of Photography in Berlin. Mein Name ist Maren Lübke-Tiedow, ich bin künstlerische Leiterin des Fotofestivals. Wir freuen uns riesig über das große Interesse, das wir schon in den letzten Tagen gespürt haben. Sie sehen alle, wir haben eine limitierte Platzkapazität. Wir haben uns bemüht, die Situation für Sie alle erträglich zu machen und übertragen einerseits die Keynote der Staatsministerin nach draußen. Einerseits, wir nehmen sie aber auch auf und die Keynote und die Panel-Diskussion werden anschließend auf unserer Website auch online verfügbar gemacht. Fotografie jetzt, ein Medium im Wandel bewahren und entwickeln, so haben wir den Talk genannt. Ich will der Diskussion nicht vorgreifen, ich möchte mir aber ein paar Sätze zur Einführung erlauben. Kolja Reichert wird durch die Veranstaltung später leiten und auch unsere Panelistinnen dann genauer vorstellen. Die Diskussion, die wir heute führen, kreist um die Frage, wie wir die künstlerischen, aber vielleicht auch sozialen Gebrauchsweisen der Fotografie bewahren, wie wir mit der reichen Geschichte der Fotografie umgehen. Denn Deutschland hat eine reiche und lebendige Fotokultur hervorgebracht. Das ist eine Diskussion, die man breit und abstrakt führen kann, und diese Diskussion wird auch seit geraumer Zeit geführt. Das ist eine Diskussion, sie wird aber auch konkret geführt und die vielen Aspekte, die sehr grundsätzlich zu diskutieren sind, kulminierten nicht erst in jüngster Vergangenheit in der Frage, ob es nicht einen spezifischen Ort braucht, ein Institut des Bundes oder wie oft gesagt wird, ein Marbach der Fotografie. Und tatsächlich hat sich Ihre Vorgängerin, Frau Roth, Monika Grütters, ein solches Projekt zu eigen gemacht und sowohl ein Konzept wie auch Vorarbeiten für eine praktische Realisierung angestoßen. Das wurde von vielen mit großen Erwartungen wahrgenommen. Zugleich aber wurde die Idee eines Instituts auch in der Stadt Düsseldorf, die ja auf eine sehr große Fototradition zurückblickt, ebenfalls verfolgt und konzeptionell vorangetrieben. Monika Grütters hatte sich nach Vorlagen der Machbarkeitsstudien jedoch für die Errichtung des Instituts in der Stadt Essen ausgesprochen. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat bereits im Jahr 2019 auch finanzielle Mittel bereitgestellt, allerdings vermerkt, dass dieses Geld für eine entsprechende Errichtung in Düsseldorf zur Verfügung stehe. Diese Situation hat den interessierten Beobachter etwas ratlos zurückgelassen und in der Fotoszene auch für sehr heftige Kontroversen gesorgt. Diese Standortfrage hat, muss man im Rückblick sagen, viel Raum eingenommen und andere wichtige konzeptionelle Fragen überlagert und zum Teil auch verdrängt. Denn tatsächlich stehen mit dem ursprünglichen Aufschlag aus Düsseldorf und den Machbarkeitsstudien des BKM unterschiedliche Ausrichtungen für ein solches Institut im Raum. Der Deutsche Bundestag hat nun vor wenigen Monaten im Zuge der Haushaltsberatung seinen Beschluss, Geld zur Verfügung zu stellen, neuerlich und noch einmal sehr viel expliziter daran geknüpft, dass die Stadt Düsseldorf zum Zuge kommt. Ich denke, man kann und muss sagen, die Standortfrage ist seither geklärt. Und das hat vielleicht auch etwas Gutes. Denn damit können nun all die Fragen wieder in den Vordergrund treten, die beiseite gedrängt worden waren, aber natürlich für diejenigen, die sich für das Medium Fotografie und seine Bewahrung einsetzen, viel wichtiger sind und die uns sicherlich heute vor allen Dingen beschäftigen werden. So viel, sehr verkürzt, zur Einordnung, weil es vielleicht auch wichtig ist, gerade für jene unter Ihnen, die gekommen sind, um unseren Gästen zuzuhören, die bisher aber gar nicht mit dieser spezifischen Debatte vertraut waren. Liebe Anwesende, Sie können sich vorstellen, dass wir uns vor diesem Hintergrund sehr freuen und sehr gespannt sind, dass die Kulturstaatsministerin heute bei uns ist und zu uns sprechen wird. Liebe Claudia Roth, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben und heute hier sind. Wir wissen das sehr zu schätzen. Auch weil wir wissen, dass gleich die Kabinettsklausur in Berg beginnt und auch da gewichtige Fragen auf dem Programm stehen. Daher möchten wir auch jetzt schon unser Verständnis signalisieren, dass Sie nach dieser Rede schnell wieder gehen müssen. Wir freuen uns sehr auf Ihre Keynote. Meine Damen und Herren,
Das Wort hat die Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Einen schönen guten Sonntag. Ja, es tut mir leid, dass ich anschließend sehr, sehr schnell nach Meseberg muss. Da geht es um Zeitenwende und um Themen, die uns, glaube ich, alle angehen. Auch wie wir unsere Demokratie in diesen Zeiten, wo auch die Demokratie angegriffen wird, stärken. Ich freue mich sehr, liebe Maren Lübke-Tiedo, lieber Moritz van Dülmen, dass Sie mich eingeladen haben. Die Latte ist jetzt ziemlich hochgelegt worden durch die ganz kurze Einführung. Ich werde mich bemühen, aus meiner Perspektive, aus unserer Perspektive zu schildern, worum es uns geht. Also herzlich willkommen von meiner Seite, liebe Sie alle. Ein wichtiger Wegweiser der modernen Fotografie, Andreas Feininger, sagte einmal, ich zitiere, dass idealerweise ein Fotograf dem Betrachter mehr zeigen sollte, als er in Wirklichkeit zu sehen vermag. Zitat Ende. Mit diesem Satz erklärt er, was die Fotografie zur Kunst macht. Gleichzeitig ist natürlich das auch ein Anspruch, ein Ideal, dem man erst einmal gerecht werden muss. Denn die Fotografie ist ja nicht nur ein Medium im Wandel, sondern sie ist ein Medium, vielleicht das Medium des Wandels. Sie unterliegt den Kräften, die sie gleichzeitig beherrschen will, dem Licht, der Zeit, der Bewegung. Kurz, künstlerische Fotografie verlangt Meisterschaft. Und es gibt dafür, auch nach Feininger, herausragende Beispiele. KünstlerInnen, JournalistInnen und andere haben weltweit Bilder von zeitloser visueller Kraft und Ästhetik erschaffen und so die Fotografie als Kunstform etabliert. Aber nicht nur das, zugleich dokumentiert die Fotografie den Wandel, legt Zeugenschaft ab über gesellschaftliche Verhältnisse und soziale Realität. Und ich glaube, die wenigen Bilder, die ich jetzt betrachten konnte, zeigen Realität im Prenzlauer Berg in den 80er Jahren, zeigen Realität. Fotografie, fragen Sie sich, was hatten die damit zu tun? Ja, sie begleitet mich seit vielen, vielen Jahren und ich verdanke ihr wirklich ganz große Momente des Sehens und des Erkennens und des Staunens. Fotografie schafft es eben manchmal besser als Worte oder als Reden, ja sogar eindrücklicher als das eigene Auge, die Dinge in ihrer eigentlichen Wucht darzustellen, die visuellen Erfahrungen zu komprimieren, zu destillieren. Und gerade in den Momenten, in denen einem die Worte fehlen, kann ein Bild unmittelbar emotional vermitteln, worum es geht. Ich verdanke Fotografie den Blick für Details, die erst zusammen das Bild ergeben. Den Blick für Farben und Schattierungen, den Blick für die Zeitlosigkeit eines fotografischen Moments. Eine Art des Sehens, die Voraussetzung ist für ein Verständnis. Und davon bin ich wirklich überzeugt. Eine Art des Sehens, die Voraussetzung ist für ein Verständnis von Freiheit und von Demokratie, von Vielfalt der Kunst überhaupt, für ein Verständnis von Kunst. Und deshalb setze ich mich so gerne und so sehr für die Belange der Fotografie ein. Die Beschlüsse des Bundestages zur Einrichtung des Instituts für Fotografie sind nun ein wichtiges Bekenntnis zur großen Bedeutung des Mediums. Das ist das Bekenntnis zur Bedeutung des Mediums. Das Institut gibt ihm ein institutionell getragenes Fundament, einen festen Standort in Deutschland. Und es sendet klare Botschaften in unser Land. Fotografie ist Kunst. Und wie die Kunst im Allgemeinen kann, soll auch die Fotografie emotionalisieren, bewegen, kritisch beleuchten. Fotografie ist bleibende Dokumentation dessen, was ist, was geschieht. Fotografie repräsentiert unsere Geschichte und unsere Gegenwart und öffnet Augen in die Zukunft. Fotografie kann Zuflucht bieten, kann ebenso
beruhigen wie aufwiegeln, kann sicher Geglaubtes ins Wanken bringen, kann Trauer und Leid vermitteln. Fotografie kann einen förmlich umhauen, kann Unbegreifliches begreifbar machen und ist deshalb so viel mehr als bloße Ästhetik. Vor allem dort, wo Worte fehlen, wo Vertrauen und Verständnis längst verloren gegangen sind. Und das ist doch gerade wichtig in Zeiten, die geprägt sind von Krisen, von Konflikten, von Katastrophen. Es sind die Bilder, die sich uns einprägen, die sich uns einbrennen, die wir nie vergessen werden. Wie die Bilder von Butscha, das Bild des Krieges, des entsetzlichen, grauenhaften Krieges. Wie das Bild des kleinen, ertrunkenen Jungen, Alan Kurdi. Es war ein Bild, das die Flüchtlingstragödie deutlich macht, deutlicher als alles andere. Das Bild des Eisbergs, friedlich, wunderschön, große Ästhetik, das Bild aber auch der Traurigkeit über sein baldiges Verschwinden. Oder das Bild, was ich gerade gesehen habe, das Bild, wie der Vogel in das kleine Vögelchen, in den Bildern von Daniel Poller, den ich stellvertretend für alle hier Ausgestellten bedanken will, ein zärtliches Bild, das gleichzeitig zeigt, was die Suche nach der verlorenen Heimat bedeutet. Ihre Wertschätzung und die Wertschätzung aller Beteiligten, der Fotografinnen, der an den technischen Prozessen Beteiligten, der KuratorInnen und SammlungsleiterInnen in den Museen, der RestauratorInnen, der Archivare, das ist eine bundespolitische Aufgabe. Und das heißt auch eine Aufgabe, die die föderale Kultur unseres Landes respektieren wird. Ich finde es richtig, und da weise ich mich mit dem Bundestag einer Meinung, dass das Institut der großen Tradition und Gegenwart der Fotografie, der Fotokunst in Deutschland Rechnung tragen und sie würdigen soll. Es ist das Institut also für Deutschland. Es ist das Institut für uns alle. Aber ob es nun am Rhein oder an der Isar oder an der Elbe gegründet wird, halten wir uns in dieser Frage bitte einfach an das, was jetzt der Bundestag, was der Bundestag demokratisch entschieden hat, und verstehen wir es als Aufforderung, als klare Aufforderung, machen wir etwas daraus, machen wir gemeinsam etwas daraus. Eine neue Institution in unserer Zeit zu gründen, ist nicht so leicht, glauben Sie mir das. Eine neue kulturelle Institution zu gründen, vielleicht noch viel schwieriger. Und es ist eine große Herausforderung für die Politik. Ich weiß und verstehe, dass der Weg, den das Vorhaben in der vergangenen Legislaturperiode genommen hat, weder reibungs- noch schmerzfrei war. Und das wirkt immer noch nach. Offene Wunden sind da. Ja, das weiß ich. Aber ich möchte Sie auch heute und hier einladen, alle einladen, dieses Institut nun gemeinsam zu einem großen Erfolg zu führen. Das Potenzial ist enorm für die Fotografie in Deutschland, für uns alle. Und gerade weil die mit der Entscheidungsfindung verbundene Standortdebatte das eigentliche Vorhaben in den vergangenen Jahren immer wieder überlagert hat, sollten jetzt die Inhalte im Vordergrund stehen. Mit der Besetzung der Gründungskommission wollen wir mit einer breiten fotografischen Expertise aus den unterschiedlichen Bereichen erreichen, dass ein solides Fundament für das Institut geschaffen wird. Und dazu stehen wir in engem Austausch mit dem Land Nordrhein-Westfalen, das das Ganze schon weit vorangetrieben hat, um die Zusammensetzung der Kommission sehr sorgfältig abzustimmen. Mir ist wichtig, wirklich wichtig, dass die Gründungskommission die Perspektive der FotografInnen, und zwar ganz unterschiedlicher FotografInnen,
mit unterschiedlichen Hintergründen angemessen abbildet, aber auch über herausragende Fähigkeiten im Bereich der Fototechnik, der Forschung und der Vermittlung verfügt. Und nur so kann das Gremium seiner Aufgabe gerecht werden, auf der Grundlage der bereits bestehenden Konzepte die inhaltliche und die strukturelle Ausrichtung des Instituts zu schärfen. Mit einigen von Ihnen durfte ich mich dazu schon unterhalten, sehr interessante Gespräche führen. Weitere Gespräche stehen selbstverständlich an. Immer in enger Zusammenarbeit mit den KollegInnen aus den Ländern und besonders mit meiner Kollegin in Nordrhein-Westfalen. Deutschland ist ein Land mit einer herausragenden Fototradition. Wem sage ich das? Fotografie aus Deutschland ist wegweisend und populär. Und sie hat als Sparte in den vergangenen Jahrzehnten an Popularität noch deutlich hinzugewonnen. Weltweit zeigen bekannte Ausstellungshäuser und Museen die Arbeiten deutscher FotografInnen der Gegenwart und aus den verschiedenen Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts, wie vor kurzem in Paris August Sander. Aber auch die Fototechnik hat, nicht zuletzt dank der hervorragenden Arbeit spezialisierter Fotolabore, große Fortschritte erzielt. Auch hier wird das Fotoinstitut im Bereich der Konservierung, Restaurierung und Reproduktion anknüpfen. Zum Werk gehören seine Entstehungsgeschichte und natürlich seine Wirkung. Darum muss das künftige Institut für Fotografie die Frage beantworten, wie Pflege, Erhalt und Vermittlung der Substanz von Fotografie gewährleistet werden können. Daraus ergeben sich auch die Leitlinien und die Kernaufgaben des Instituts. Sobald die Gründungskommission vollständig ist, wird sie aus meiner Sicht 6 zentrale Aufgaben des Instituts in den Blick nehmen müssen. Erstens, eine Aufgabe ist das Sammeln von Vor- und Nachlässen in analoger und in digitaler Form. Die Auswahl der Vor- und Nachlässe muss dabei der Vielschichtigkeit des fotografischen Arbeitens in Deutschland gerecht werden und unterschiedliche biografische Kontexte mit einbeziehen. In diesem Archiv soll nicht nur fotografisches Material zusammengetragen werden, damit es zu einem Tagebuch seiner Zeit werden kann, müssen auch gedruckte und handschriftliche Texte dazukommen, mit anderen Worten alles, was notwendig ist, damit das Archiv einen wesentlichen Beitrag zum Verstehen der Entstehungsgeschichte leisten kann. Zweitens, anspruchsvolle Technologien sind zum Erhalt des fotografischen Kulturguts unerlässlich. Konservierung und Restaurierung des empfindlichen, analogen, aber auch des digitalen Materials und der Zwischenformen benötigen das neueste Know-how, das geteilt und weiter vermittelt wird. Hier muss das Institut mit Expertise bestechen und Anlaufstelle für die Vermittlung dieses Wissens in Deutschland werden. Es geht übrigens auch um den Schutz. Also es geht um Konservierung, um Restaurierung, aber es geht auch um den Schutz dieses Kulturguts, weil wir gerade gar nicht so weit weg von hier erleben, in einem Krieg, wie systematisch und absolut gezielt Kultureinrichtungen wie Museen, wie Archive, wie Theater, wie Ausstellungshäuser, wie Bibliotheken angegriffen und zerstört werden, um kulturelle Identität zu zerstören. Also es geht um Konservierung, Restaurierung und tatsächlich um die Frage, wie schützen wir? Drittens, die im Institut vorhandenen fotografischen und dokumentarischen Bestände sollen als Quellenmaterial der Forschung dienen. So wird auch auf Dauer eine lebendige Auseinandersetzung mit dem ästhetischen und historischen Gehalt der Werke garantiert. Viertens,
Zu den Aufgaben des Instituts zählt auch die breite Vermittlung von Standardwissen über die Fotografie. Welche Form es dafür konkret braucht, darüber wird sicher noch zu reden sein. Aber es bedarf zur Vermittlung auch der öffentlichen Präsentation von Fotografien und ihre jeweilige Kontextualisierung. Im gesamten Bundesgebiet stehen Museen und Ausstellungshäuser zur Verfügung, die sich um die Präsentation von Fotografie verdient machen. Fünftens, die Arbeit des künftigen Instituts ist inspiriert vom Netzwerkgedanken. Das bedeutet zum einen, dass die zahlreichen bereits existierenden Sammlungen in den deutschen Museen fachlich unterstützt werden sollen. Zum anderen aber bedeutet es die Zusammenarbeit mit anderen nationalen, aber eben auch mit internationalen Einrichtungen. Denn gegenseitiges Lernen und Beratung im Bedarfsfall sind die Grundlagen der Kooperation und die Fotografie ist natürlich grenzüberschreitend. Sechstens, das Institut muss nicht nur in die Vergangenheit und oder von der Gegenwart her, sondern es muss auch in die Zukunft gedacht werden. Es müssen natürlich bedeutende historische und aktuelle Konvolute von FotografInnen gesichert werden. Es muss aber auch gewährleistet werden, dass die künftigen Produktions-, Rezeptions- und Gebrauchsformen der Fotografie mitgedacht werden. Denn, wie eingangs gesagt, die Fotografie ist das Medium des Wandels. Das Institut muss, um ein lebendiger Ort zu sein, dieser Lebendigkeit Rechnung tragen, ihr Heimat geben. An der Erfüllung dieser Aufgaben wird sich das Institut und zunächst auch tatsächlich die Gründungskommission messen lassen müssen. Und ich freue mich darauf, dieses strahlende und faszinierende Vorhaben gemeinsam mit Ihnen voranzubringen. Liebe Anwesende, ich sage bewusst noch einmal gemeinsam. Ich weiß, es haben sich über die vergangenen Jahre Fronten herausgebildet und auch verhärtet. Ich weiß, dass bereits die Begriffe belastet sind. Die Begriffe Bundesinstitut und Deutsches Fotoinstitut sind jeweils mit eigener Bedeutung aufgeladen. Nach der Entscheidung des Bundestags, nach dieser demokratischen Entscheidung, können und sollen wir uns endlich nun nach vorne bewegen, nach vorne gehen. Jetzt wirklich die inhaltliche Auseinandersetzung, die kreative Fantasie, was kann und was muss dieses Institut leisten, in den Vordergrund stellen. Und ich möchte wirklich alle, die in dieser Debatte viel, viel Arbeit, viel Gedanken und vor allem auch sehr viel Herzblut gesteckt haben, bitten und ermutigen, aufeinander zuzugehen. Und dann geben wir der Fotografie den Ort, den sie verdient und den sie wirklich endlich braucht. Jetzt aber sind wir erstmal an diesem schönen und spannenden Ort, dem ehemaligen Amtsgericht, neben dem ehemaligen Frauengefängnis, beim European Month of Photography, der alle und viele, viele Fotoherzen höher schlagen lässt. Vielen, vielen Dank an all die Menschen, die dahinter stehen, allen voran an Maren Lübcke-Tido, der wunderbaren künstlerischen Leiterin und an Moritz van Dülmen von den Kulturprojekten Berlin, auch wunderbar. Sie setzen auch in diesem Jahr ein vielstimmiges Gespräch über das Medium und die unbändige Wirkmacht der Fotografie in Gang und begeistern, ich glaube, man sieht es, ein breites, breites Publikum für die Fotografie. Ich wünsche Ihnen sehr, sehr anregende Gespräche. Ich wünsche Ihnen bleibende Eindrücke und ich verspreche aus tiefem Herzen, dass ich diesen Dialog mit Ihnen nicht beende jetzt, sondern dass ich unterbreche, weil ich nach Meseberg darf oder muss
Und dann mit Ihnen weiter im Gespräch, im Dialog, in dieser wichtigen Aufbauphase für ein gemeinsames Institut sein möchte. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Dann möchte ich jetzt gerne die. Dann möchte ich jetzt gerne die Panelistin des nachfolgenden Roundtables auf die Bühne bitten und mich zugleich entschuldigen für die Situation, dass nicht alle, glaube ich, von Ihnen einen Platz gefunden haben oder von euch. Und ich übergebe gleich an Kolja Reichert, Kurator für Diskurs an der Bundeskunsthalle Bonn. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Ich habe gehört, du bist erkältet. Trotzdem herzlichen Dank, dass du es auf dich genommen hast und hier bist. Ja, danke. Es ist mir eine Ehre und eine Selbstverständlichkeit, liebe Maren, und herzlichen Glückwunsch auch zur fantastischen Ausstellung. Danke für die Einladung. Ja, genau. Ich bin Kurator in der Bundeskunsthalle. Viele in Berlin kennen mich vielleicht auch noch als Redakteur bei der FAZ oder FAS für Kunst. Eine Funktion, in der ich auch oft mich zur Fotografie geäußert habe, zu ihrem Erbe, aber auch zu dem Skandal des überteuerten Ankaufs des Galeristenbestands durch das Museum Kunstpalast in Düsseldorf. Ja, es ist eine große Ehre, hier zu moderieren in dieser extrem prominent und fachlich hochkarätig besetzten Runde. Damit meine ich den ganzen Raum. Ich sehe viele Gesichter aus der Fotoszene. Die Einsätze sind groß und ich möchte im Anschluss an die Staatsministerin noch eins drauflegen. Fotografie bildet die Wirklichkeit ab. Sie schafft Mitgefühl, aber vor allem hat die Fotografie tatsächlich ja die Wirklichkeit komplett umgebaut. Sie generiert sie, sie strukturiert sie so sehr wie die Eisenbahn oder der Buchdruck. Die Fotografie hat viele Schäden erzeugt, hat beigetragen zur Kategorisierung von Menschen in der ethnografischen Fotografie zum Beispiel. Sie hat aber eben auch einen Raum der Aufklärung geschaffen. Wenn man sich erinnert, an 1845 brachte der Sklavereigegner Jonathan Walker in den USA eine Daguerreotypie seines Handrückens in Umlauf, wo die Behörden Slave Stealer drauf tätowiert hatten. Also das ist so ein sehr einprägsames Beispiel für den Abbildcharakter und den Zeugnischarakter der Fotografie. Ja, und nicht zuletzt gibt es natürlich die künstlerischen Auseinandersetzungen mit der Fotografie. Wir alle fotografieren, wenige von uns arbeiten an der Frage, was das Fotografieren bedeutet, aber drei von Ihnen sitzen heute Mittag auf dem Podium. Und ich freue mich besonders, dass wir extrem gegensätzliche Pole auch fotografischer Praxis auf dem Podium vertreten haben. Beide FotografInnen in der Runde haben an der HGB in Leipzig studiert, allerdings mit dem Abstand einer Generation. Ute Mahler gehört mit ihrem Mann Werner Mahler, der auch anwesend ist, zu den Gründern der Agentur Ostkreuz, die bis heute von Fotografen selbst betrieben wird. Und ja, sie ist eine der prägenden Fotografen für Mode, für Alltag. Ihre Bilder
schaffen mit so einer leisen Ironie wirklich so einen Stechbeitel unter jede Kategorie und jedes Konzept zu legen und eine menschliche Verletzlichkeit und Verwundbarkeit offen zu legen. Hier also die Verwendung der Fotografie tatsächlich als mit ihrer Abbildfunktion, auch mit Plattenkamera, also das traditionelle analoge Medium der Fotografie, als Grundlage für das Schaffen eines breiteren menschlichen Verständnisses füreinander. Unter den Ausstellungen hebe ich kurz die Deichtorhallen 2014 zusammen mit Werner Mahler hervor. Demgegenüber steht Adrian Sauers Praxis, der bei Tim Rautert studiert hat und eine scharfe konzeptuelle Auseinandersetzung mit der Fotografie und ihrem Abbildcharakter betreibt, vor allem unter dem Eindruck des Digitalen. Adrian Sauer hat zum Beispiel Fotografien tatsächlich komplett digital, Pixel für Pixel, übermalt, überzeichnet, müsste man vielleicht sagen, überschrieben, um den Abbildcharakter der Fotografie zu hinterfragen. Oder er hat in der Arbeit 16.777.216 Farben, alle möglichen Farben des RGB-Bildraumes auf einen riesigen Fotodruck gebracht und damit die Endlichkeit des digitalen Mediums auch gezeigt. Florian Ebner hat über die Arbeit geschrieben, dass Sauers Hauptinteresse liege in der Morphologie des digitalen Bildes und seiner Formtheorie. Noch kurz als Ankündigung, Adrian Sauer hat ja letztes Jahr den Spektrumpreis bekommen. Im Oktober eröffnet seine Preisträgerausstellung im Sprengel-Museum. Damit zu Florian Ebner, einem der ausgewiesensten und schärfsten Theoretiker der Fotografie und Kurator. Er leitete das Museum für Fotografie in Braunschweig, war einige Jahre Leiter der fotografischen Sammlung am Museum Folkwang in Nachfolge von Ute Eskilsen und ist seit 1. Juli 2017 Leiter der fotografischen Abteilung des Centre Pompidou, was natürlich toll ist, weil er damit sowohl die Hintergründe der deutschen Diskussion kennt, als auch vielleicht von den französischen Bemühungen um das fotografische Erbe erzählen kann. 2015 kuratierte Florian Ebner den Deutschen Pavillon in der Venedig-Biennale mit Tito Steyer, Tobias Zilloni, Olaf Nicolai, Jasmina Metalvi und Philipp Riesk. Danke. Ja, ich dachte, vielleicht ist ein schöner Einstieg, dass wir kurz mal einen Bogen zur Ausstellung schlagen. Und Ute Mahler, ich würde Sie gerne fragen, was Sie hier zeigen und kurz über die Arbeit zu sprechen. Ich fotografiere immer dann, wenn ich Fragen habe. Und dadurch, dass ich dann sehr viel Zeit investiere, bekomme ich auch manchmal Antworten. Und so habe ich meine Arbeit begonnen, 1992 über Obdachlose zu fotografieren. War mir völlig klar, niemand wird sich dafür interessieren. Also ich habe mich dafür interessiert, weil das Thema war in den 80er Jahren in der Bundesrepublik schon medial irgendwie schon auserzählt. Aber ich wollte das wissen. Ich wollte wissen, wie kann man auf der Straße leben, wie kann man das aushalten, wie gehen diejenigen um mit dem Wegschauen der Passanten, was passiert da eigentlich? Und ich habe 3 Jahre ganz intensiv fotografiert, habe Leute kennengelernt, die sich dann in dieser Theatergruppe Die Ratten formiert haben und habe dann noch weitere 5 Jahre die Pressearbeit für sie ganz ehrenamtlich gemacht. Also es war eine sehr intensive Erfahrung und Bilder aus dieser Arbeit sind oben zu sehen. Vielen Dank. Adrian Sauer, was zeigen Sie? Ja, also für diese Ausstellung wurden aus meinem Werk Arbeiten ausgewählt, die nach der Einführung meine Arbeitsweise absolut untypisch erscheinen müssen. Wir sehen nämlich eine Serie von 37 Schwarz-Weiß-Fotos, die ich 1993 fotografiert habe. Klassisch auf Film und von digitaler Welt ist überhaupt nichts zu sehen. Wir sehen auf den Bildern eine Gruppe oder auch einzelne Skateboarder, die vor dem Palast der Republik sich aufhalten und ihren Tätigkeiten nachgehen. Was vielleicht doch interessant ist für
das Gespräch heute, eben diese Arbeit, war praktisch wie der Ausgangspunkt für mich überhaupt der Auseinandersetzung mit Fotografie. Und diesen Weg, den ich genommen habe, habe ich vielleicht exemplarisch auch für die gesamte Fotowelt genommen. Also in einer digitalen Welt anzukommen, die den Dokumentations- und Abbildcharakter der Fotografie absolut in Frage ziehen muss. Und der andere Punkt ist, Sie zeigen einen Moment, der gar nicht mehr wiederherstellbar wäre, weil der Ort, an dem Sie aufgenommen haben, den gibt es gar nicht mehr. Das ist jetzt irgendein Raum im neu gebauten Hohenzollernschloss. Und andererseits haben Sie auch nur wiederum überstanden. Sie sind jetzt 30 Jahre alt, weil meine Archivpraxis praktisch so lange noch gehalten hat, Sie heute überhaupt rausziehen zu können. Schön, vielen Dank. Florian Ebner, steigen wir ein in die Diskussion um das Deutsche Fotoinstitut. Können Sie auch vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrung in Paris nochmal den ganz großen Bogen machen? Was ist die Bedeutung eines nationalen Instituts für Fotografie? Ja, ich versuche jetzt ganz, ganz kurz und präzise zu sein. Vielleicht auch nur ein Wort zu dieser Ausstellung, um auch die Brücke zu schlagen, und auch einen herzlichen Glückwunsch an die Kuratorin. Und ich finde, was spannend ist auch an dieser Ausstellung, man sieht es in so vielen Arbeiten, welche Bedeutung letztlich die Geschichte auch für die Gegenwart hat. Man sieht es bei Antje Steinbach und seiner Lesart der neusachlichen Fotografie, Ilit Azulay und die Bedeutung dieser normativen Prägung und normative Macht und Gewalt der Fotografie. Man sieht es bei Annette Kell mit den Zielscheiben. Also das Nachdenken über die Theorie und die Geschichte des Mediums ist immer noch eine unglaubliche Bedeutung für die heutige Produktion. Und ich denke, das ist auch eine wichtige Sache für das Institut. Und vielleicht ganz kurz, um auch auf die 6 Punkte bald zu sprechen zu kommen, denke ich, was die Bundesministerin gesagt hat, vielleicht 2 Perspektiven. Die eine topologisch: Was ist dieses neue Institut? Ich glaube, für all das, was Institute betrifft, ist das Folgende neu, dass wirklich die Idee der Vor- und Nachlässe eine zentrale Bedeutung hat. Eine zentrale Bedeutung, auf einmal die Rückkehr des Negativs, die Bedeutung, was kann uns sozusagen das Lesen eines Nachlasses über die Erhaltung eines Werkes sagen. Und das andere, was sozusagen auch völlig letztlich neu für uns wird, dass es ein Ort der Produktion ist. Das ist jetzt sozusagen nicht nur ein Ort des musealen Aufbewahrens, sondern es muss auch ein Ort der Produktion werden. Das ist ja sozusagen einer der Hauptaspekte gewesen, denke ich, des Düsseldorfer Ansatzes. Ja. Also das ist typologisch das völlig Neue daran und die neue Bedeutung. Und historisch, glaube ich, ist es im Moment auch, darum hat es so eine Aktualität. Also man merkt, wie in Deutschland jetzt natürlich eine Generation von Fotografinnen und Fotografen, die in den 50er und 60er Jahren diese große Tradition der fotografischen Ausbildung in eine Nachkriegs-Avantgarde weitergeführt hat. Ne? Vor 2 Jahren ist Evelyn Richter gestorben, ihr Nachlass ist schon in Leipzig, aber wenn man jetzt sozusagen neben den Leipziger Traditionen an die westdeutschen Traditionen denkt, mit Essen, Bielefeld und Düsseldorf, dann sind wir natürlich in einem Moment, wo sich diese großen Fragen stellen, was passiert mit diesen Nachlässen. Und das zweite Momentum dieser Zeit ist, dass wir heute merken, in Paris zum Beispiel gibt es seit diesem Monat kein Labor mehr, das einen Abzug auf 1,88 Meter chromogenen Fotopapier ausbelichten kann, auf diesen großen Lightjet ausbelichtern. Und wir sind also genau in diesem Moment des Umbruchs. Also einerseits eine wirklich, Bundesministerin hat es gesagt, und ich kann es auch nur bestätigen, natürlich eine große Tradition von Fotografie sucht einen Ort. Und gleichzeitig merken wir, dass, was sozusagen wir uns auch lange vielleicht nicht so eingestanden haben, dass angesichts einer gewissen Hinfälligkeit Handlungsbedarf besteht, konservatorischer Handlungsbedarf besteht. Und das sind im Grunde die jetzt typologisch das Neue an diesem Institut und historisch die Dringlichkeit dieses Instituts. Und jetzt kommen die 6 Punkte ins Spiel. Und da glaube ich, denke ich, dass Konsens, ich nehme sogar an, es besteht Konsens über diese 6 Punkte. Wir können gleich mal fragen. Von dem her, in der Foto News hat Stefan Kroner, der das auch vor kurzem verdienstvoll zusammengefasst, was sozusagen der Konsens dieser unterschiedlichen Vorschläge ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie wird diese zukünftige Kommission
diese sechs Punkte, diese sechs Hauptfunktionen gewichten, weil wir wissen, das Geld ist endlich. Das heißt, man muss natürlich sagen, was ist jetzt das Wichtigste dieses Instituts und wo setzen wir da an? Und ich glaube, das können wir dann gleich dann in die Diskussion überführen. Was ich noch interessant gefunden habe, der sechste Punkt der Bundesministerin, das hat eigentlich bisher wenig Bedeutung gefunden und insofern, wenn man jetzt auch den Titel unseres Talks begreift, ist diese Frage, wie ein Institut im Grunde sozusagen sich für die Zukunft des Mediums orientiert aufstellt, da müssen jetzt die richtigen Vorzeichen gesetzt werden, damit das sozusagen kein großes Kupferstichkabinett der Zukunft wird mit diesen großen Namen. Und das ist ja dann auch die Frage, wie eng fasst man das? Ja? Also wenn man im Grunde die 20 bis 30 Nachlässe der wichtigsten Autorinnen und nur das erforscht, fehlt da nicht auch ein wenig der Sauerstoff viel, viel mehr? Und diese Fragen, wie im Grunde natürlich die Ausrichtung ist, welche Rolle spielt eigentlich auch diese Frage der Zukunft, der Erweiterung des Kanons, des Sauerstoffs für die zukünftige Diskussion? Da denke ich mal, ist jetzt genau dieser Interpretationsbedarf innerhalb dieser sechs Punkte gegeben. Danke, ja, Sie haben die Zahl 30 angesprochen. Das war ja so ein kleiner Schreck, als mal nachgerechnet wurde im Zuge des Essener Konzepts im Auftrag des BKM, dass quasi Platz sein könnte für 30 Vor- und Nachlässe. Das ist natürlich eine relativ kleine Zahl gegenüber dem fotografischen Erbe und seiner Vielfalt in Deutschland. Adrian Sauer, was würden Sie sagen? Was muss so ein Institut leisten können, was vielleicht auch in den sechs Punkten noch nicht enthalten war? Also ich meine, bevor wir das jetzt vielleicht noch erweitern, liegt mir im Grunde als erstes auf der Zunge die Frage, also wie allein, ich meine, die Schwierigkeit, diese sechs Punkte überhaupt ausfüllen zu können, liegt im Grunde schon ein bisschen in der Natur der Sache, weil wir haben eben die Fotografie kennengelernt als ein Medium des Wandels, also bis vor vielleicht 30 Jahren, als man auf Schwarz-Weiß Film fotografiert hat, war die Welt im Grunde relativ in Ordnung und man konnte diese konservatorischen Bedingungen in einer Weise herstellen, dass diese negative als auch die Abzüge über Jahrzehnte, wenn nicht länger, relativ unbeschadet überstehen können. Mit dem Versuch, Dinge in Farbe abzubilden, beginnt die Schwierigkeit. Und die Fotowelt war da immer sehr nah an der Industrie praktisch, hat die Produkte gerne benutzt und im Grunde sich zu eigen gemacht. Und dadurch natürlich dadurch wurden Werke geschaffen, die absolut einmalig sind, die Fotografie zu dem gemacht haben, als was wir sie heute sehen, nämlich als Werke in Kunstmuseen, in Ausstellungen, überall, die sich sozusagen neben die Malerei stellen und das zu Recht. Mit denen haben wir aber sozusagen, was das Konservieren und das Fortführen betrifft, die größten Schwierigkeiten. Florian hat es angesprochen, in Paris geht es nicht mehr. In Deutschland finden wir noch ein Labor, das, falls Kodak in der Lage ist, Papier zu liefern, diese Belichtungen noch ausführen kann. Aber es ist im Grunde ein Prozess, den wir nicht in der Hand haben und wo auch das Bundesinstitut nicht in der Lage sein wird, den praktisch aufrechtzuerhalten. Das ist absolut illusorisch, das ist unmöglich. Wenn es jetzt darum geht, und natürlich aber die Werke, die entstanden sind über die letzten 50 Jahre, haben natürlich ihre Berechtigung, absolut, und sind in den Museen, sind in Sammlungen, sind unser kulturelles Erbe und müssen natürlich erhalten werden. Worauf es jetzt ankommen würde bei der Frage, wie gehen wir denn damit um, zeigen wir sie dem Publikum,
praktisch so nah wie möglich, wie sie mal aussahen, oder zeigen wir dem Publikum sie in einer Art und Weise, wie die Industrie es uns jetzt anbietet, sie zu zeigen, oder wie soll das gehen? Und da wird natürlich ganz klar, da muss im Grunde eine konzeptionelle Entscheidung getroffen werden, wie mit diesen Reproduktionen, so nenne ich es jetzt mal, umgegangen wird. Das ist das eine. Und was aber auch entscheidend ist, eben Punkt 6, die Frage der Zukunftsfähigkeit so eines Instituts. Denn die allein auch schon die, genau, wir haben gehört von 30 Nachlässen, aber das wurde nie besonders konkret, das wird in den Konzepten nicht konkret, das wurde auch in der Keynote nicht konkret. Die Frage nach der unendlichen Vielfalt der Fotografie, die sich eben nicht an bestimmte Autorinnen und Autorennamen knüpft, die inzwischen auch einen Grad der Automatisierung und Selbstständigkeit erlangt hat, den wir überhaupt nicht mal mehr mit menschlichem Handeln verknüpfen können. Also wie gehen wir um damit, dass Fotografie in den Netzwerken passiert und im Grunde flüchtig wird und eben nicht mal mehr einen greifbaren materiellen Träger hat. Das werden die ganz wichtigen Fragen sein, da in die Zukunft zu gehen. Das ist ja so eine Frage, die manchmal auch in Radiointerviews gestellt wird, provokant. Wozu braucht man im Zeitalter der Digitalisierung ein solches Institut? In dem Raum ist es wahrscheinlich unnötig zu betonen, aber die Komplexität und Brüchigkeit all der Materialien und all der materiellen Prozesse und ihre Alterung, auf denen die Fotografie beruht, ist natürlich immens. Das ist ja auch eine schöne Aufgabe eines Instituts, dafür ein Bewusstsein zu schaffen. Und im Anschluss an Adrian Sauer, selbst die Bewahrung des digitalen Erbes ist ja restauratorisch hochkomplex und niemand weiß, ob man die Daten von heute auf den Plattformen in 15 Jahren wird lesen können. Ute Mahler, die Staatsministerin Claudia Roth hat gesagt, er soll ein Institut für uns alle werden. Stimmt Sie dieses Versprechen optimistisch oder gibt es bei Ihnen auch noch eine gewisse Sorge, beziehungsweise was müsste aus Ihrer Sicht gegeben sein, damit das Institut eins für uns alle sein kann? Also ich meine, hier stand irgendwas mit 30 im Raum. Also 30 Positionen, 30 Archive. Wobei wir uns auf ein früheres Gutachten beziehen. Ne? Ja, wir wissen jetzt nicht genau, ob die Zahl so bleiben wird. Ich finde das absurd, ja. Ich habe einfach unglaubliche Sorge, wie die Zeit vergeht. Die Zeit verrennt, wirklich, die rennt uns davon. Am 1. Juli 1919 wurde verkündet, 2019, Entschuldigung, wurde verkündet. Ja, aber so kommt es mir vor, ja. was Großes jetzt auf die Fotografie zukommt, ja. Und das sind jetzt 4 Jahre fast her. Und in dieser Zeit, in diesen 4 Jahren, sind viele bedeutende Fotografen, Fotografinnen gestorben. Was ist mit den Archiven? Das ist mein Problem. Wir tun so, als ob wir hier alle Zeit der Welt hätten und uns Konzepte ausdenken und so weiter. Ich finde, es muss ganz schnell gehandelt werden. Natürlich gibt es schon großartige Stellen, wie zum Beispiel die Fotothek in Dresden. Ja? Ich meine, die haben 5.500.000 Bilder sortiert, archiviert und gesichert. Da gibt es das Archiv der Fotografen. Warum gibt es keine Idee der Vernetzung, die sofort da war? Die Idee entsteht jetzt erst, nach vielen Nachfragen, nach diesen wirklichen Kämpfen. Ich habe einfach wirklich Sorge, dass vieles verschwinden wird, weil also die Nachlässe, die überfordern einfach die Erben. Und wir müssen ganz schnell handeln. Und ich habe mir so im Vorfeld dieses Gesprächs hier die Dokumentation durchgelesen, was es alles für Veröffentlichungen zum Institut gab. Richtig viel. Und ich habe nicht alles gelesen, aber sehr viel. Und Entschuldigung. Und das Wort Dokumentarfotografie kam ziemlich spät erst als Begriff dazu.
in die Überlegung, was für Fotografie dort behandelt werden soll oder konserviert werden soll. Und was ich überhaupt nicht gelesen habe, war DDR-Fotografie. Also die DDR-Fotografie ist total ausgeklammert. Wir haben jetzt eine Situation hier in Berlin, wo sehr viele Ausstellungen sind, großartige Ausstellungen, aber wir von ehemaligen, also von Fotografen aus der DDR. Sibylle Bergemann zum Beispiel in der Berlinischen Galerie letztes Jahr. Ja. Oder jetzt gerade Uwe Steinberg wird gefeiert als Entdeckung. Uwe Steinberg ist bekannt, ja, nur vergessen. Und also in Berlin ist es keine Frage. Da gibt es wirklich diese Offenheit für Fotografie aus der DDR. Aber fragen Sie mal jemanden in München oder fragen Sie mal jemanden vielleicht auch in Essen, wer DDR-Fotografie wirklich sich damit auskennt. Ja. Also es ist noch ein ziemlich unbekanntes Gebiet, aber es ist so ein reiches Gebiet. Da gab es wirklich so großartige Fotografie. Und das sind ja alles Fotografien, von denen ich jetzt spreche und die ich im Kopf habe. Das sind Fotografien, die als freie Arbeit entstanden sind. Also nur darüber rede ich. Ja. Und was auch wirklich erwähnenswert ist, es gab von Gabriele Muschter 1989, bevor die Mauer gefallen ist, gab es ein Buch DDR-Fotografinnen. Es ist nicht der richtige Titel, aber der andere, den mag ich nicht so, also DDR-Fotografinnen. Und ich habe nochmal nachgeguckt, es sind 43 Kolleginnen da in diesem Buch veröffentlicht. Ja. Und sicher hat nicht jede dieser Kolleginnen ein großes Werk, aber es gibt kleine Werkgruppen, die wahnsinnig wichtig wären, zu bewahren und zu sichern. Und jetzt gehe ich schon ein bisschen ins Detail. Also ich komme vom großen Ganzen ins Kleine. Ich habe auch das Gefühl, es müssen nicht alle Archive aufbewahrt werden. Es gibt, wir müssen einfach überlegen, ob es wirklich ein guter fotografischer Schatz ist, den wir da haben. Ist es eine Zeitgeschichte? Ist es wirklich wichtig als Historie? Und wie auch immer, es gibt so verschiedene Faktoren. Und wir dürfen auch Fotografie, Werbefotografie, Pressefotografie oder Modefotografie nicht ausklammern. Das sind alles wirklich Dokumente, zeithistorische Dokumente. Und wollte ich jetzt noch was sagen? Nee, ich glaube nicht. Also ich habe einfach das Gefühl, dass ein wirklich großer Bereich ist, der im Moment wirklich noch verdrängt wird, aber man muss drüber reden. Und ich meine, seit dem 3. Oktober 1990 gehören wir zur Bundesrepublik. Wir ehemaligen Fotografen aus der DDR. Und man muss es immer wieder betonen, wir gehören da auch hin. Wir gehören auch in die Institutionen. Wir gehören in die Sammlungen. Ja. Danke. Volle Zustimmung meinerseits. Das ist natürlich ein sehr, sehr, sehr schwieriges Problem. Wer kommt rein, wer nicht, wo zieht man die Grenze? Es gibt seit einigen Jahren ja das in Brauweiler, ein von der Stiftung Kunstfonds betriebenes Zentrum für Künstlernachlässe, wo eine Jury entscheidet, welche Nach- und Vorlässe reinkommen und welche nicht. Eine Entscheidung von immenser Schlagkraft und Härte natürlich, ne? wer kommt da rein. Die Werke, die reinkommen, sind da dann eben, sind zentral gespeichert, wie in einer Art, man könnte fast sagen, so eine Atomendlager und sind gerettet, aber oft nicht direkt aktivierbar oder zugänglich oder werden bearbeitet durch zivilgesellschaftliche Einrichtungen. Wie kann man verhindern, dass der Fotografie etwas Ähnliches droht? Dazu ist in Brauweil natürlich der Vorteil, es geht um Kunst. Kunst ist dann paradoxerweise fast klarer eingegrenzt als Fotografie, obwohl sie mit allen Medien arbeiten kann. Also die Frage an Sie, Florian Ebner, wie zieht man die Grenze? Wie hält man sie vielleicht auch beweglich, um Diskurs offen zu halten? Und wie verhindert man so eine Art Mausoleum für ausgewählte Nachlässe?
Ja, das ist die große Frage. Also vielleicht ganz kurz, weil die Idee, wie es zumindest im Moment in Frankreich versucht wird, dass es ein Mausoleum wird. In Frankreich gibt es vom Ministerium jedes Jahr eine Sitzung der großen Institutionen und auch kleinere Institutionen. Und da geht es vor allem, die heißt auch Réunion de dons et legs, das heißt schon Schenkungen und gestiftete Nachlässe. Also da geht man schon davon aus, dass viele Nachlässe und Schenkungen ohnehin und Nachlässe von Fotografinnen und Fotografen Schenkungen sind, weil die Institutionen unheimlich viel Arbeit damit haben. Und es gibt drei Orte in Frankreich, die vor allem wirklich im großen Stil diese Dinge annehmen. Das ist in Chalon-sur-Saône, das Musée Nice-Fornieps. Dann gibt es in Paris die Médiathèque du Patrimoine de l'Architecture und in Lille ein neu geschaffenes Institut für die Fotografie. Und da gibt es eben genau dieser Versuch, dass es nicht zum Mausoleum wird. Die nehmen jedes Jahr 8 bis 10 Nachlässe an, digitalisieren die auf, geben den Nachlass oder den Leuten, die Rechte haben, die Möglichkeit, damit noch kommerziell zu arbeiten. Das große Problem an dieser Institution ist, dass im Grunde man auch wiederum diese Nachlässe abziehen kann, sodass sozusagen viel öffentliches Geld in die Aufarbeitung fließt, aber nicht unbedingt, dass das dann im Grunde Patrimoine oder nationales Erbe wird. Das wäre so, glaube ich, für 99% der deutschen Fotoszene ein No-Go, wenn ich die Diskussion der letzten 4 Jahre... Ja, also das Vorteil für diese Erben ist, dass sie wirklich damit arbeiten können. Die können sozusagen, also es wird sehr gut digitalisiert und konservatorisch behandelt und sie können damit weiterarbeiten. Ob das ein Modell für die Zukunft ist, wird sich noch herausstellen. Das gibt es jetzt seit 2-3 Jahren. Ansonsten gibt es eben in Frankreich sehr viele zentralisierte Dinge. Es gibt zum Beispiel nur, weil ich auch mal nach Analogien gedacht habe, zum Literaturarchiv in Marbach gibt es da das IMEC. Und das IMEC sammelt die großen schriftstellerischen Nachlässe. Und wenn man da auf die Seite geht, merkt man, wie viele Einladungen es gibt an junge Autorinnen und Autoren, Foucault-Stipendien und so weiter, im Grunde damit zu arbeiten. Also, dass das eben gerade nicht das Mausoleum der toten Schriften wird, sondern dass das im Grunde etwas Produktives ist. Und ich denke, das ist natürlich, glaube ich, auch die große Chance für die deutsche Fotografie. Vielleicht nochmal ganz kurz aus Frankreich betrachtet, jetzt auch mit diesen bald 5,5, 6 Jahren, wo ich dort bin, ist der Stellenwert der deutschen Fotografie dort wirklich unglaublich groß. Allein in dieser Woche war Thomas Dehmann im Gespräch im Jeu de Paume am Dienstag und Jürgen Teller im Gespräch im Louvre am Mittwoch. Also es ist ein bisschen die Augen gerieben und das ist wirklich auf allen Ebenen. Aachen hat eine sehr schöne Ausstellung gehabt von Sonja Voss zur ostdeutschen Fotografie vor 3 Jahren. Gursky wurde 2002 bei uns gezeigt, die Bechers 2004. Das ist sozusagen ein großer Blick und man muss sagen, Frankreich ist ja auch sehr eine große Fotonation. Es gibt unglaublich viele Ausstellungshäuser, das wissen Sie, wenn Sie bei der Paris Photo sind und versuchen, das ganze Rahmenprogramm zu schaffen. Aber es gibt eben nicht sozusagen das, was jetzt in Deutschland wirklich diese ganz große Generation, die weltweit im MoMA gezeigt werden, das ist ehrlich gesagt auch ein Wunderpunkt in Frankreich. Aber die große Frage, und das wäre, glaube ich, jetzt die Herausforderung, dass so ein Institut im Grunde es schafft, irgendwo diese wichtigen Beiträge zu einer Bildgeschichte und Fotografiegeschichte des 20. Jahrhunderts zu schaffen und gleichzeitig auch irgendwo ein großzügiges Institut ist, das zeigt, dass diese ganz großen Figuren im Grunde ihre Qualität auch haben in der Art und Weise, wie sie mit einer Kultur und Geschichte der Fotografie im Dialog stehen. Was Adrian gesagt hat, ich finde, das ist auch total spannend, wenn man natürlich versteht, dass die Fotografie, Jeff Wall ist ohne die Lightboxes der kommerziellen Fotografie nicht zu denken. Und zum Beispiel zu dem Werk von Andreas Gursky wurden viele kluge Ausstellungen schon gemacht, Montparnasse, das Frühwerk. Aber zum Beispiel könnte so ein Institut auch eine Ausstellung machen mit ihm und seinem Vater Willi. Weil sozusagen diese Idee von einer Fotografie, die sich emanzipiert, hin zu den sozusagen neben die großen Gemälde tritt, aber gleichzeitig auch wiederum aus ihrer angewandten Form
profitiert letztlich sogar die Formate, ne, die großen C-Prints und die großen Lightboxes aus dieser Sprache der kommerziellen Fotografie bezieht. Das sind natürlich alles total interessante Fragen, die jetzt neben so einer Musealisierung dieser Nachlässe unheimlich viel Stoff geben würden für die Arbeit. Danke. Ute Mahler, Sie haben auch, hatten auch einen Vater, der kommerzielle Fotografie gemacht hat. Der Werbefotograf Ludwig Schirmer. Und Sie haben nicht nur sich um sein Archiv gekümmert, Sie haben teilgenommen an zahlreichen Aufarbeitungen von Archiven anderer. Können Sie vielleicht nochmal formulieren, was für eine unwägbare Arbeit und wie Archivarbeit tatsächlich ist und wie unterschiedlich sie auch sein kann? Also ich glaube, man in einem bestimmten Alter ist das Thema Archiv noch kein Thema für eine Fotografin oder Fotografen. Ab einem bestimmten Alter wird es irgendwann drängend und oder manchmal kommt dann eben auch so eine Situation, dass man einen Nachlass bekommt, dass man Räume verkleinern muss, dass man Dinge sortieren muss, zusammenfügen muss. Und diese Erfahrung, die ich gemacht habe, als ich das Konvolut meines Vaters geerbt habe, ich dachte auch, er ist ausschließlich Werbefotograf und habe dann aber eben entdeckt, dass er in den 50er, 55 bis 60 als Amateur in Thüringen sein Dorf fotografiert hat. Und diese Bilder zu finden, die alle oder zum Großteil nicht mal kontaktet waren oder nicht vergrößert waren. Aber ich meine, ich sehe ja Negative, ich kann ja Negative lesen. Und das hat mich schon sehr überrascht. Und dann war immer noch diese Frage, finde ich die jetzt so großartig, weil es meine Familie ist, die da drauf ist, oder weil es die Leute sind, die ich kenne, oder der Ort, wo ich groß geworden bin. Und da war meine Objektivität oder dieses wie ich sonst immer Fotografie betrachte, weg. Und ich musste mir von anderer Stelle dann die Bestätigung auch geben lassen, dass es wirklich gute Fotografie ist. Und ich will nur sagen, da waren wirklich, und das ist eine Arbeit, die ist unglaublich gut, auch in ihrer reine Naivität, wie es fotografiert ist, so perfekt gestaltet und so gut gesehen. Ja? Das ist großartig. Und wenn ich nicht die Tochter gewesen wäre und vielleicht die Erben nicht so viel Verständnis hätten für Fotografie, wäre das verschwunden. Und das ist überhaupt das Problem der Nachlässe. Und das würde ich auch gerne als Punkt unbedingt noch zu dem Institut mit dazugeben. Ich muss noch mal trinken, das ist wichtig. Dass es eine Stelle geben muss, und das finde ich ungeheuer wichtig, wo man nachfragen kann, wo man direkt einen Kontakt bekommt, wo man nicht ewig warten muss, wo man fragen kann, was kann ich machen? Gibt es jemanden, der mal eine kurze Beurteilung gibt? Lohnt es sich, das aufzuheben, dieses Archiv? Also ich kenne sehr viele Leute, die wirklich absolut damit überfordert sind, die Nachlässe unterm Bett haben, die, wenn sie umziehen, nicht mehr wissen, wohin, und schon sind sie verloren. Also das ist etwas, wo wir auch eine verdammte Verantwortung haben. Und das finde ich wahnsinnig wichtig, dass es da eine Stelle gibt, die A, Auskunft geben kann, was man machen kann, und auch Erfahrungen weitergibt, mit welchem Programm man arbeiten könnte, wie man vorgehen kann. Aber es nützt alles nichts, wenn die Archive nicht wirklich bezeichnet sind und aufgearbeitet sind. Sinkt schon der Wert. Ja? Also zum Beispiel bei meinem Vater ist es so, ich bin jetzt dabei, seine ganzen Fotografien aus der Industrie zu sichern, aufzuarbeiten. Ja? Es gibt keine Informationen. Ich weiß nicht, wo es ist, ich weiß nicht, wann es ist. Im Grunde genommen ist das wertlos. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, dass wir Fotografinnen und Fotografen ab einem bestimmten Alter uns wirklich auch um unsere Bilder kümmern. Also wir können nicht erwarten, dass da ein Institut ist und dass das alles übernimmt, sondern wir haben eine Vorarbeit zu leisten. Aber dafür brauchen wir auch Unterstützung und Information. Danke.
Adrian Sauer, darf ich noch mal so ganz scharf fragen, wie kann man die Regeln schreiben dafür, was betreut werden kann und was nicht? Was hat Anspruch darauf? Na, das ist natürlich ein bisschen zu gewaltig, diese Frage. Aber, die Frage wird sich stellen. Also die, na klar, Frage, stellt die sich. Frage wird sich stellen. Und naja, ich meine, wir haben ja schon angefangen mit demokratischen Strukturen, auf die wurde ja schon hingewiesen, dass die sozusagen erstmal der Schlüssel und Ausgangspunkt zu diesem Institut waren und natürlich weiterhin sein müssen. Und dafür ist es, demokratische Prozesse funktionieren nur, wenn sie auch transparent sind. Also Transparenz ist das absolut essentiell notwendige Mittel in diesem gesamten Verfahren und später auch in dem Institut. Und da können wir uns tatsächlich vielleicht eine Scheibe abschneiden oder auch den Blick wenden. Wir haben darüber gesprochen, dass eben die digitalen Prozesse immer wichtiger werden. Und wenn wir uns anschauen, allein wie auch Software im Idealfall geschrieben und begleitet wird, dann ist eben der Gedanke des Open Source ein ganz entscheidender. Das heißt, wir brauchen also nicht bloß Transparenz in der Entwicklung und also sozusagen in den Prozessen, die dieses Institut hervorbringen, in diesem Institut selbst, sondern auch in seinen Produkten, so nenne ich das jetzt mal, womit es die große Chance gäbe, diese Methoden und Strategien, die mit dem Institut entwickelt werden, eben auch für andere zugänglich werden. Und wir haben ja davon gesprochen, es ist ein Bundesinstitut, aber Kultur bleibt natürlich nach wie vor in Deutschland föderal organisiert und strukturiert. Und so könnte praktisch von diesem Leuchtturm ausgehend, dann könnten die Länderinstitutionen dann ihre eigenen Schlüsse ziehen und eben aber einfach darauf zugreifen, was dort geschieht. Ja, ich denke, diese Idee, dass das ein großes Hub wird, dass wirklich sehr viele Leute miteinander vernetzt. Das war auch einer der Punkte, die Frau Roth angesprochen hat. Gerade vor dem Hintergrund, dass so wenig letztlich vielleicht materiell nur an diesem Ort ist, das ist wahrscheinlich etwas, was immer stärker und größer wird und als eine der Hauptfunktionen vielleicht erscheint. Weil es gibt ja auch sehr viel gute Arbeit, die in Deutschland an vielen Häusern gemacht wird, und viele Nachlässe und Vorlässe liegen ja auch an vielen Institutionen. Und das heißt, dieser Ort, dieses Bundesinstitut, sollte sich nicht als das Supermuseum verstehen, das versucht alles zu horten, sondern wirklich als der Ort, der im Grunde einfach in dieser Idee der Zusammenschau sieht, wo sind das strukturell ganz ähnliche Fragestellungen bei diesen Nachlässen, und die einfach mit einer großen Expertise bei Digitalisierung dann den Institutionen und kleineren Institutionen in den Ländern hilft und dann aufgearbeitete Nachlässe, digitalisierte Nachlässe an die jeweiligen auch Institutionen in den Ländern weiterleiten kann. Also das ist, glaube ich, die einzige Chance, dass es als fortwährender Ort, als Institut, das sozusagen immer weiter im Grunde wirkt, ohne sich zuzustellen, das ist, glaube ich, erscheint mir als immer wichtiger. Danke. Und mir ist es nochmal hängen geblieben, nachdem ich gerade vor dem Hintergrund der riesigen Kritik an der Idee, dass ein solches öffentlich finanziertes Institut auch beitragen könnte zu Zertifizierungen, so war es ja im Konzept geschrieben für Düsseldorf, dass ich vorhin gesagt habe, 99% werden sich ja gegen so eine kommerzielle Auswertung dieser öffentlichen Arbeit. Als ich Ihnen zugehört habe, Frau Mahler, dachte ich, warum eigentlich? Wäre nicht das Schönste, was den Bildern Ihres Vaters passieren kann, dass sie einen Markt finden? Und ist das nicht vielleicht auch durchaus überlegenswürdig, dass so ein Institut eben auch tatsächlich helfen kann, auch Nachlässe aufzubereiten? Das Traurigste, was Nachlässen passieren kann, ist meiner Meinung nach, dass sie in Brauweiler oder woanders landen. Das Schönste ist, dass sie zirkulieren und dass sie durch viele Hände gehen. Ja, deshalb bleiben auch die Archive Werners, meins und das meines Vaters so lange bei uns, solange ich noch denken kann und damit arbeiten will oder arbeiten. Ja, arbeiten, es ist einfach auch wunderbar, sich
Sachen nochmal anzugucken, die ein Teil des Lebens auch von einem waren. Und ich meine, vielleicht, bei mir ist es eine ganz gute Mischung. Ich bin ja nicht nur im Archiv. Ich meine, obwohl es in der letzten Zeit sehr zugenommen hat, die Archivarbeit, weil ich einfach merke, welche immense Material ich noch bearbeiten muss. Ich fotografiere ja auch noch. Und diese Mischung, dieses sich Bewusstsein, dass man noch etwas zu tun hat mit der Arbeit, die lange zurückliegt und auch neue Arbeiten schafft, das ist für mich wirklich eine ganz wunderbare Mischung. Und es ist stimmt, wenn die Archive in den Institutionen sind, dann sind die erstmal sicher und sie liegen da, die schlafenden Schönen im Seidenpapier und irgend weiß nicht, wie schnell oder wann sie mal wieder erweckt werden. Ja. Ich finde es gut, wenn es die Möglichkeit gäbe, damit weiter später zu arbeiten, mit diesen Nachlässen. Aber das würde ja bedeuten, dass es jemanden geben muss in der Familie oder jemanden, dem man das Archiv übergeben hat, dem man vertraut und der damit arbeitet. Oder eine Galerie, die sich des Werkes annimmt, ja. Und dann eben auch Interessenten, ja. die Werke kaufen wollen. Ja. Adrian Sauer? Ja, dazu wollte ich nur sagen, das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, auch diese Frage der einerseits der Zertifizierung mit der Erwartung einer kommerziellen Auswertung und dem Zirkulieren. Das kann dem nämlich genauso gut entgegenstehen. Wenn praktisch niemand bereit ist, die Lizenz zu zahlen, dann liegt es da und ist für immer begraben. Also auch da gibt es ja Beispiele, wo das vielleicht auch aus anderen Gründen, aber wenn man irgendwie an den Brecht-Nachlass denkt, da gibt es ja riesige Schwierigkeiten, weil die Erben immer bestimmen, was damit überhaupt gemacht werden darf und was nicht. Also auch da muss man natürlich ziemlich aufpassen, was man gebiert mit diesen Entscheidungen. Danke. Ich glaube, das ist ein ganz guter Moment, um mal vorübergehend den Saal auch zu öffnen. Es gab sicher ja auch Reaktionen, Gedanken auf die Keynote der Staatsministerin und da möchte ich gerne einladen zu Wortmeldungen. Danke für dieses tolle Gespräch und die wunderbaren Beiträge, Hans-Dieter Huber. Ich habe 2006 mit Kollegen in Stuttgart bereits einen Studiengang für Konservierung neuer Medien gegründet. Und wir haben da auch Fotografie, den Übergang vom Analogen zum Digitalen, wir haben Archivierungsfragen besprochen, Museologie, also auch digital born Media und so weiter. Also das Wissen ist seit mindestens 20 Jahren schon da. Nur, was wir immer wieder feststellen, dass unser Wissen partiell ist, dass manche über das besser Bescheid wissen, andere über das und wir immer auch Spezialisten brauchen. Aber was ich unbedingt nochmal anregen möchte bei der Frage der Archivierung, die viel besprochen worden ist. Also es gibt ja drei Stadien, den Ingest, also wenn das in ein Archiv kommt, und dann die Storage und dann das Retrieval. Also im Prinzip ist es schwierig, wirklich den Olymp von 30 Sachen auszuwählen, weil ich das für hochideologisch halte, diese Auswahl, und letztendlich, das muss ich auch sagen, für falsch. Mit genug Lagerraum kann man viel breiter sammeln. Und der Punkt der Museologie ist der, dass wir nicht wissen, was in 50 Jahren oder in 100 Jahren mal gesucht und nachgefragt wird. Und die Bedeutung eines Nachlasses ergibt sich aus dem Retrieval, nicht aus dem Ingest, also aus den Fragen, die nach uns geborene Menschen an den Bestand haben werden. Und ich denke mal, je breiter wir den sammeln und anlegen als eine Option für die Zukunft, desto interessanter könnte das bleiben. Ich habe in meiner eigenen Praxis immer wieder sehr häufig festgestellt, dass unmittelbar nach dem Tod eines Künstlers oder eines Fotografen die Söhne und Töchter sofort die Hälfte weggeworfen haben. Und es ist unwiderruflich verloren gegangen. Und ich war immer wieder entsetzt darüber. Deswegen stimme ich auch Ute Mahler da absolut zu, dass man schon unmittelbar also eine First Aid Rescue Unit gründen sollte, die sofort tätig wird, bevor die Söhne und Töchter anfängt, auszumisten, weil dann ist es schon zu spät. Also ich finde, darüber sollten wir noch fleißig diskutieren. Gibt es weitere Wortmeldungen? Sie müssen nicht. Wir können ja auch weiter.
Gibt es dazu eine Antwort vom Podium? Ja? Ja, also ich denke, Sie sprechen da was sehr Wahres an. Irgendwie die Fotografie hat eine große Latenz und die nachgeborenen Generationen werden darin andere Dinge ausentwickeln in den Bildern, als wir sie ausentwickeln. Und ich denke, dass im Grunde, wenn es dem Institut gelingt, jetzt neben diesen großen, wichtigen Figuren eine große Bandbreite zu sammeln, dass das nur zur Bereicherung eigentlich der ganzen Szene gehört. Ja. Das wäre viel zu kurz gedacht, glaube ich, wenn man es wirklich nur auf die Exzellenz reduziert. Ja. Ich habe das Gefühl, dass der ganze, also wenn wir uns jetzt mal beispielhaft nehmen auf der Bühne, den Raum auch, der wohlwollend und schweigend zuhört, dass diese Riesendebatte seit 4 Jahren jetzt in die Phase der Versöhnung, möglicherweise auch Resignation eintritt. Für mein Gefühl ist unser Gespräch fast ein bisschen ruhig und sehr konstruktiv auch, was Tolles. Sind denn jetzt alle auf dem Panel damit einverstanden, dass das Institut nach Düsseldorf geht? Ich meine, das liegt ja auch ein bisschen daran, dass wir ja, also eben, wir könnten auch genauso gut im Saal sitzen und die Personen, an die wir am ehesten unsere Fragen richten würden, leider keine Zeit mehr hatte für uns. Also insofern, die Einhelligkeit ist, ja. Aber die Fragen kann man formulieren. Es sind ja auch Mitarbeiterinnen des BKM im Raum. Das haben wir ja gemacht, dachte ich. Ja. Ah ja, es gibt noch eine Wortmeldung. Sache, aber keine Ahnung, ich brauche hier nicht, ich kann laut sprechen. Danke. Das nützt nur nichts, diese Emphase. Was ist denn los? Auch ihr redet um den heißen Brei. Wo soll es denn hin? Man könnte doch mal, die Ministerin bringt ja das Wort, ich nehme kein Mikrofon. Außerdem ist es so, ach so, für draußen. Entschuldigung, mache ich gern. Die Ministerin hat das Wort Ruhr nicht über die Lippen gebracht. Was für ein Wort? Ruhr. Es ist ein Fluss im Westen Deutschlands. Rhein, Isar, weiß der Teufel, was alles. Ich meine, dummerweise bin ich ein bisschen befangen. Aber es ist ja so, dass man trotzdem darüber reden könnte. Und wenn Sie, Frau Tiedorf, sagen, die Sache ist geklärt, das stimmt doch überhaupt nicht. Auf welcher Grundlage hat die Ministerin entschieden? Da könnte man ja mal das Ministerium fragen. Auf welcher Grundlage? Nach welchen Kriterien wurde entschieden? Ja. Der Kulturausschuss ist überhaupt nicht informiert worden über die Gutachten. Das steht fest, ganz eindeutig. Und es wurde immer wieder gesagt, der Haushaltsausschuss hat entschieden. Der Haushaltsausschuss kann solche Sachen überhaupt nicht entscheiden. Die können Finanzielles entscheiden, aber nichts Inhaltliches. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Ingo Mix. Ich bin der Abteilungsleiter im Hause der Kulturstaatsministerin und mit dem ganzen Vorhaben auch schon länger befasst. Und Sie können sich denken, dass natürlich aufgrund der verschiedenen Gutachten, die es gab, natürlich die Linie des Hauses bisher auch immer Richtung Essen ausgerichtet war. Trotzdem hat natürlich der Haushaltsgesetzgeber, der Haushaltsausschuss, der Deutsche Bundestag jedes Recht, eine Entscheidung zu treffen, die vielleicht anders ist. Und wenn der Haushaltsausschuss das tut, dann haben wir als Exekutive das entsprechend zu respektieren. Jetzt kann man natürlich sagen, wieso eigentlich? Die fachlichen Äußerungen zeigen ja eindeutig Richtung Essen. Auf der anderen Seite, Düsseldorf ist ja nicht ganz abwegig. Ich meine, auch da gibt es eine reiche Tradition. Es gab viele gute Argumente für Düsseldorf auch. Und wenn dann in Folge eines längeren Prozesses der Haushaltsgesetzgeber sagt, wir geben das Geld, aber wir geben es nur für Düsseldorf,
dann ist es relativ klug, irgendwann zu sagen, gut, das ist jetzt entschieden und wir versuchen jetzt unsere ganze Energie darauf zu richten, in Düsseldorf ein erfolgreiches Fotoinstitut zu installieren. So ist die Genese. Es ist doch interessant für uns alle zu wissen, warum hat man sich für Düsseldorf entschieden? Hört man nichts. Sagen Sie doch mal. Ja, ist ja gefragt worden. Haben Sie meine Antwort erwartet? Ich weiß nicht, ob es das auflöst, aber klar, es gab natürlich eine ganz starke Bemühung seitens BKM, mit den Gutachten auf den Bundestag einzuwirken und eine andere Entscheidung herbeizuführen. Und vielleicht kann man sagen, es hat nicht geklappt. Ich komme ja so ein bisschen aus dem Machen. Stefan Erfurt, CO Berlin gegründet, verfolge auch sehr intensiv die Politik. Beim Land Berlin ist es ja gerade besonders spannend. Aber ich will einfach mal sagen, für mich als Außenstehenden, der natürlich auch Berlin liebt, war es so, dass ein SPD-Abgeordneter, Herr Johannes Karst, von dem man jetzt nichts mehr hört, Herrn Gusby besucht hat in Düsseldorf. Herr Johannes Karst war immer schön bei Instagram, ich auch, aber er auch immer sich sehr selbst dargestellt. Und nach diesem Besuch in Düsseldorf gab es beim Bundestag gibt's immer eine Bereinigungssitzung. Da sitzen die Haushälter zusammen, ein kleiner Kreis. Und da wird entschieden, wo die restlichen Millionen, und das ist für mich keine Demokratie, hingegeben werden. Und da hat Herr Kars entschieden, so, die Millionen, die 41, gehen jetzt nach Düsseldorf. Und das hat auch was mit Transparenz zu tun, was ich jetzt auch überall an. Was ist das für eine Kommission, die aufgestellt ist? Wer ist dabei? Dann ist Folgendes: Wenn der Haushaltsausschuss in einer Bereinigungssitzung einmal entschieden hat, was mit dem Geld für die einzelnen privaten Leidenschaften von den Haushältern passiert, dann gibt es eine sogenannte Wagenburg-Mentalität und da bleibt man einfach dabei. Ganz egal, was die Ratio sagt. Und so ist es einfach entschieden worden für mich, dass das Geld nach Düsseldorf geht. Und das finde ich keine gute Voraussetzung, vor allen Dingen in Transparenzsachen. Das ist meine Meinung. Ja, danke für Ihren Beitrag. Für mich als Außenseiter ist diese Standortfrage eigentlich nebensächlich. Ich bin globaler Kosmopolit, ich bewege mich in Europa und in Deutschland. Und mir ist es egal, ob das jetzt in Garmisch-Partenkirchen, in Kiel, in Frankfurt an der Oder oder in Saarbrücken ist. Ich freue mich sehr, dass es dieses Institut jetzt endlich geben wird. Und mir ist viel wichtiger, dass wir gemeinsam inhaltlich an einer guten Geschichte arbeiten, dass wir klug sind, dass wir unser Wissen zusammenfügen und das Institut auf einen Weg bringen, dass es ihm möglich wird, so zu arbeiten, dass dieses wunderbare Erbe nachhaltig für die Nachwelt gesichert wird. Die Frage der Transparenz, die Adrian schon angesprochen hat, ist natürlich schon so, hat dieses Fotoinstitut nach dieser Entscheidung nicht eine wahnsinnige Hypothek, die es sozusagen jetzt mit sich herumträgt, und die Frage, mit welcher Transparenz wird jetzt diese Kommission besetzt, die beschäftigt viele Kolleginnen und Kollegen. Als diese Meldung herausgekommen ist, das war Paris Photo, da waren fast alle Kolleginnen und Kollegen in Paris und da gab es viele lange Diskussionen. Und diese Frage, ob da nicht eine nachhaltige Beschädigung der Kulturpolitik stattgefunden hat und auch der Fotografie in der Art und Weise, wie es passiert ist, die bleibt. Und die Frage ist schon, natürlich ist es gut, diesen Ort zu haben, aber wie geht man jetzt mit dieser Hypothek um und wie kann man sozusagen, jetzt die 6 Punkte fand ich alle sehr gut, aber wie kann man jetzt diese eingeforderte Transparenz in der zukünftigen Konzeption, in der Besetzung der Jurys machen? Also wir haben ja auch einen Ort in Berlin, ein Stadtschloss, das sozusagen auch, wo man ein wenig den Eindruck hat, das war ein politisch gewollter Ort, dem es ein wenig an Definitionen mangelte. Und die Frage ist jetzt, wie kann man das vermeiden, dass es nicht ein solcher Ort für die Fotografie wird. Also, und ich denke, was angesprochen worden ist von,
von der Frau Roth, wenn es sozusagen diese sechs Punkte von einer Kommission offen debattiert werden, was für ein Institut wollen wir jetzt, dann könnte man sozusagen dieser Hypothek ein wenig entgehen. Das sollte das Ziel sein, ja. Bitte noch eine Meldung aus dem Publikum. Hans-Peter Frenz, Deutsche Gesellschaft für Fotografie. Ich wollte mal einen Aspekt noch mal beleuchten, den Ute Mahler vorher gesagt hat, und zwar, dass die Zeit drängt. Und dass es wirklich wir uns vergewärtigen müssen, dass wenn dieses Bundesinstitut kommt, dass das jetzt, sagen wir mal, noch 6-7 Jahre dauert, dass wir aber jetzt diese Notwendigkeit haben, dass Bestände gesichert werden und dass dafür Geld bereitgestellt wird und auch eine zentrale Stelle, wo sich eben Fotografinnen, Fotografen, Erben hinwenden können und dass der Bund, der gesagt hat, wir haben verstanden, wir haben für Fotografie in der Vergangenheit zu wenig getan, das wollen wir ändern, dass der auch in diesen 7 Jahren, bis dieses Institut steht, Geld bereitstellt, über eine Kommission oder so dann auch das regeln kann, für welche Projekte das bereitgestellt wird, gegebenenfalls auch tatsächlich für die Institutionen, die es jetzt schon gibt, aber dass auf jeden Fall da ein paar Millionen pro Jahr schon mal bereitgestellt werden, damit diese Fotos in diesen Zwischenjahren nicht verloren gehen, weil tatsächlich so viel einfach jetzt schon schlicht weggeworfen wird von Erben. Hallo, Inka Schubesprenger, Museum Hannover. Ich wollte noch mal daran erinnern, von wegen Zeitfrequenzen, wir hatten 1999 eine große Tagung organisiert von der Fotoarbeitsgruppe der NGBK, wo es schon um dieses Zentrum ging. Ja? Und jetzt fällt hier immer das Wort Gutachten, sowas Abstraktes, aber ich glaube, das wird auch diese Kommission mit herausfinden müssen, inwieweit der Standort eigentlich die Möglichkeiten dieses Zentrums mitformatiert. Ja? Also was für Möglichkeiten bietet der eine Standort und was bietet der andere? Wo sind die Probleme und wie werden dann die Gelder an den jeweiligen Standorten optimal tatsächlich für eben diese sechs Aufgaben genutzt? Und dann wird man sehen, ob es hinhaut, muss ich ehrlich sagen. Ja, guten Tag, mein Name ist Susanne Kriemann, ich bin Künstlerin und Professorin für Fotografie und ich möchte eigentlich auch nochmal das Thema Archiv hier reinbringen und zwar Archiv in der Beziehung, wer hat Zugang zum Archiv und wer kann in dem Archiv arbeiten oder wer, was wird überhaupt archiviert? Und ich finde, was Frau Mahler vorhin angesprochen hat mit DDR-Fotografinnen und Fotografen, da haben wir auch in der Fotografiegeschichte und auch in der Geschichte der Archive wirklich so viel Erfahrung, dass manche Sachen einfach nicht archiviert werden und dann sind die nicht sichtbar. Und ich finde das sehr schwierig, wenn so ein Institut gegründet wird auf so viel ja, untransparenten Sachen, dann wird das früher oder später ja auch weitergehen so und weiter eben Sichtbarkeiten in Frage stellen. Und das ist eben ja, meine Meinung dazu. Vielen Dank. Ich würde darauf aufbauend gerne zur Schlussrunde einleiten und jeden von Ihnen fragen, was ist aus Ihrer Sicht ein guter Prozess für die Konzeption des Instituts? Also was wäre ein guter Findungsprozess für die abschließende Konzeption? Adrian Sauer? Na gut, also ich will nicht das Wort wählen, nun ist das Kind in den Brunnen gefallen, aber das haben wir ja, das ist ja praktisch die Argumentation, der Bundestag hat entschieden, der Haushaltsausschuss, wir freuen uns über das Geld, was der Fotografie zur Verfügung stehen wird. Andererseits, gerade was Inka Schube zuletzt ansprach, wäre natürlich schlauerweise, wenn der Bundestagshaushaltsausschuss schlau gewesen wäre, hätte er eben genau diese Frage erstmal gestellt, nämlich was wollen wir tun und was ist dafür der beste Ort? Na gut, jetzt eben, der Ort ist offenbar festgelegt, haben wir gehört, und dann kommt jetzt eben genau darauf an, dass die weiteren Arbeitsschritte möglichst transparent geschehen.
Danke. Ute Mahler. Ich glaube, wir müssen einfach, ja, wenn wir diese Transparenz haben, müssen wir einfach Forderungen stellen, wenn wir das Gefühl haben, es sind Fehlstellen sichtbar. Und klar, es ist ein schwieriger Ausgangspunkt, weil diese Erweiterung, die jetzt in Düsseldorf so nach und nach und nach passiert, ja, am Anfang waren es die 30 künstlerischen Positionen und dann jetzt geht es schon in Richtung Dokumentarfotografie. Aber das sind alles Zugeständnisse, so empfinde ich das. Und das heißt also, wir können einfach nur gucken, wer sitzt in dieser Kommission, ist die wirklich sehr verschieden durchsetzt, gibt es da genug Toleranz? Das ist wichtig und wir müssen, wenn wir das Gefühl haben, da fehlt was, müssen wir Forderungen stellen. Ich glaube, anders kann es nicht funktionieren. Danke. Florian Ebner? Ja, also vielleicht, dass diese Idee, dass sich der Bund nicht weiter zurückzieht aus der Geschichte, sondern dass man schaut, wie man mit dem Land jetzt offen eine Kommission besetzt auch, und das wurde schon auch genannt, aber das ist natürlich auch, denke ich, weiterhin eine sehr wichtige Forderung, wo auch Leute aus ganz anderen Bereichen, Literaturinstitut Marbach wurde schon genannt, finde ich weiterhin richtig. Man könnte auch sozusagen typologisch an die Rolle der Kinemathek denken, die zum Beispiel bei uns in Frankreich eine wichtige Rolle spielen, die auch konservieren, aber auch zur Diskussion stellen. Die europäischen Institutionen in Niederlande, Schweiz, auch das wurde schon genannt, aber das sind alles natürlich richtige Dinge und dass es in der schon eingeforderten Transparenz dann geschieht. Ja. Und vielleicht ist auch das Schöne, dass es, und das hat sie heute auch genannt, dass man im Grunde auch, weil es so stark um die Konservierung, die materielle Konservierung geht, das ist extrem wichtig, das ist keine Frage, wir haben das unser tägliches Geschäft und übrigens jeder Fall ist anders, jede Fotografin, jeder Fotograf, alles, was wir setzen müssen, ist immer letztlich ein anderer Weg, eine andere Methode, aber dass neben dieser materiellen Konservierung sozusagen dass der Ort schon auch das Selbstbewusstsein haben sollte, auch ein wenig diese ideelle Bedeutung der Fotografie, also was sozusagen auch ein wenig, was ist der Diskurs um die Fotografie, die man führen möchte, dass man das nicht vergisst. Vielen Dank. Es ist nochmal klar geworden, das Misstrauen ist groß, die Enttäuschung ist groß, die Folgeresignation ist groß, aber der Diskurs darüber, was so eine Einrichtung kann und können sollte, ist gewaltig und breit und vielstimmig. Und insofern ist wahrscheinlich dem Institut für die nächsten Jahre nur zu wünschen, dass diese Vielfalt und diese Komplexität tatsächlich Eingang finden kann in eine vielleicht auch international ausstrahlende Modellinstitution zur in allen Feldern virulenten Frage der Erhaltung des kulturellen Erbes. Ich danke ganz herzlich Florian Ebner, Ute Mahler, Adrian Sauer für das Gespräch. Danke Ihnen für die klugen Beiträge und das Zuhören und wünsche uns allen noch einen tollen Monat der Fotografie. Applaus